Wo kam der denn jetzt her? Okay, wir befinden uns hier also nicht unbedingt in Sicherheit. Mann, wer spielt denn hier so stümperhaft? Los, komm her! So, hier geht's nach oben. Ach ja, hier ist der Ausgang. Boah, ist die Musik gerade laut. Und ich sehe schon, oben herrscht ein herzlicher Empfang der Nacht. So, was mache ich denn nun? Muss ich jetzt hier wirklich unten warten, bis die Nacht vorbei ist? Tatsache. Ach Mensch, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich. Und ich freue mich auch, dass ich die Welt dann quasi als Gesamtes, als Gesamtpaket anbieten kann. Und nein, es wurde nichts umherkopiert oder sonst irgendwas. Natürlich gab es einen Schnitt beim Betreten des Portals von Staffel 2. Beim Generieren der Welt, meine ich. Und in der Folge, wo mir Minecraft jetzt neulich abgestürzt ist. Boah, Alter. Wo ist denn hier? Hier, da. Liebe Freunde, es ist schön, dass ihr schon seit beinahe 300 Folgen die Treue haltet. In guten wie in schlechten Zeiten mit dabei seid. Und auch so manchen Spaß mitmacht, den wir uns hier verknusen wollen in diesem heiteren Minecraft-Let's Play. Wenn ich jetzt noch weiter hier rumlaufe und irgendwelche komischen Gespräche führe, dann finde ich bestimmt wieder nicht heraus. Ach hier, guck mal! Oh, ist das schön! Das war, glaube ich, unser erster Abstieg in die Höhle, wo wir den Zombie in den Wänden gesucht haben. Weiß das noch jemand? Ach, wie schön ist das denn? Habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Das war noch fast zu Anfang und hier hängen auch irgendwie Fackeln. Ach, wozu Fackeln? Eine Reise in die Vergangenheit. Uah. Na. Ist kaum zu glauben, wie viel wir seitdem eigentlich schon, naja, gemacht haben wir ja eigentlich nicht viel, aber so gesehen und lalala und wie komme ich denn jetzt wieder hier weg? Hüps. Hilfe, wo bin ich denn? Hallo? Nein! Ich würde gerne jetzt hier die Höhle verlassen. Hilfe! Hilfe! Lass mich raus! Hilfe! Freunde, ich bin gerade ein bisschen, hallo? Ach nö, ach komm, ich will doch nur raus hier, ich will doch nach oben. So, das sieht gut aus, hier ist auf jeden Fall mehr Platz, ich hoffe, das ist auch was Gutes. Ah, ja, und es ist immer noch Nacht. Ja, wahrscheinlich schon wieder. Ich könnte mir mal mit dem Spaß machen. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Aber andererseits wäre natürlich auch die Frage um den Spawnpoint geklärt. Das Blöde wäre nur, dass der eventuell weit weg sein könnte und wir dann nicht mehr an die Items kommen. So, muss kämpfen, Alter. Ja, sterbt ihr alle. Und da ist unser lustiger Monsterfallenbau. Und da haben wir unser Strandhäuschen. Ach, ist das schön, wieder hier zu sein. Und
mit ganz vielen Willkommenspfeilen beschossen zu werden. Da fühlt man sich doch heimelig. Hallo? Ach, weißt du was? Halt doch die Fresse! Ach, wie schön. Und hier gibt's noch so viel zum Fertigbauen. Also, ich habe mir überlegt. Wollte ich euch doch teilhaben lassen. Ich weiß, ich quatsche viel, aber gibt ja auch viel zu quatschen. Ach, guck mal hier, wie süß. Wie süß. Wie süß. Ja, den werden wir wahrscheinlich hier nie mehr machen können, den Ofen, weil mir sonst das ganze Haus hier abbrennt. Ach, dann brenne ich das Haus ab und dann sage ich, hier für einen Download, bitteschön. Und den Wolkenpalazzo. Wir können hier noch so viel machen. Nach dem ganzen Rumgequatsche, was ich hier gerade vom Stapel lasse, können wir jetzt tatsächlich hier noch ein bisschen was machen. Und ich habe mir so überlegt, dass wir jetzt die Folgen bis Version 1.8 rauskommen. Oh. Und die schwulen Opas fehlen mir. Oh. Hab mir überlegt, dass die Folgen bis die Version 1.8 rauskommt, dass wir die ja eigentlich noch ein bisschen hier verbringen können oder vielleicht noch ein bisschen da. Wir können ja jetzt einfach fröhlich zwischen den Staffeln wechseln, weil die andere Staffel befindet sich übrigens dort hinten irgendwo. Ich dachte, da schießt einer. Dort hinten irgendwo. Da hinten ist irgendwo die Lava, der Lava-Pool, wo wir rausgekommen sind. Und da hinten sind wir dann hingelaufen. Und es war wirklich nur ein Zufall mit dem Monster-Spawner unterm Haus. Das war nicht geplant, ne? Wollte ich nur mal sagen. Und ich habe immer noch keine Schere. Tut mir leid, Kakaoschaf. Keine Schaufel mehr für dich. Das macht mich traurig. Aber für dich gibt's den Bogen. Ja, bleib stehen. So, da holen wir uns die Pfeile gleich wieder. Ach, ist das schön. Guck mal, wie schön das hier ist. Ich freue mich wirklich wieder hier zu sein, muss ich ja mal sagen, auch wenn natürlich drüben die Hundis warten, die könnten wir aber jetzt mit hierher nehmen, geht ja jetzt alles, aber was wir mal machen können, das wollte ich eigentlich sowieso machen, ja, da haben wir nur 5 dabei, blöd. Pass mal auf, wir wollen uns jetzt mal dem aktiven Baugeschäft nämlich wieder zuwenden. Hoppala! So, ich überdache jetzt zumindest mal das Portal. Das wäre doch eine schöne Maßnahme. Hui! Na, jetzt hier, lauf da mal lang. Ich komme hier gar nicht schnell genug hinterher. Um das Portal zu überdachen, brauchen wir Erde. Und wo finden wir Erde? Richtig, in unserer alten... Oder in unserer... Moment. Wo finden wir Erde? Bestimmt in der Monsterfalle. In den Vorratskisten, die ja nicht so viele sind wie beim anderen Haus. Au! Und ja, das Au war diesmal nicht asynchron. Ich habe vorher schon Au gesagt, bevor ich hingefallen bin. So. Ach, ich weiß gar nicht, ob es die Erde gibt, weil wir doch jetzt hier unsere Dingens haben. Und hier müsste ich übrigens mal Bäume einpflanzen, weil ich glaube, sonst spawnt hier nix. Ich weiß es nicht genau. Hm. So, die Vorratskisten sind ihr unten. Mal gucken. Haben wir denn hier Erde? Ach nee, wir haben keine Erde. Neta, 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 neta. Neta, 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 neta. Okay, leider haben wir hier keine Vorratskisten. Das ist ein bisschen schade. Ach, hier sind nur noch 2. Neta, neta und... Naja, ein bisschen Erde ist noch da. Die nehmen wir jetzt mal mit. Ach, hier Eisen, Eisen, Eisenrüstung. Ach, stimmt, das waren die ganzen Items noch von Staffel 1. Hier haben wir noch 23 Leitern, die nehme ich mal mit, die können wir dann noch hinbauen. Ich weiß nur nicht, ob die reichen werden. Das müsste man mal in Erfahrung bringen. Ich glaube, das mache ich mal direkt, oder? Weil dann kommen wir ja wieder sowieso ganz schnell wieder raus. Nee, ich baue erstmal die Erde draußen dran, solange Tag ist. Weil die Leiter unten können wir immer noch bei Nacht anbringen. Und jetzt werden wir erstmal da hinten hin joggen. Achso, mal ganz kurz auf der Karte gucken. Ach, hier oben sind wir und da unten ist unser Häuschen. Schön, dass die Karte dabei ist. Da kann ich ja gleich mal so... wo müssen wir eigentlich hin? Da. Ach, bringt ja nichts mit der Karte. Naja. War ein Versuch wert. Ich dachte, vielleicht können wir mit der Karte hier schön rumgucken. Deswegen haben wir es übrigens noch geholt. Wollte ich nur mal so anmerken.
Nein, jetzt, ja, weg. Ach Mensch, das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich hier außen rum und komisch reden. Das gefällt mir nicht. So, hallo Portal, wo bist du denn? Denn so schön sich das Portal da auch macht, es ist natürlich am Strand einfach so ein bisschen fehl am Platze. Also so wie es da jetzt ist. Deswegen dachte ich mir, wenn wir ja schon hinterm Bauernhaus sind, so, dann machen wir das mal in dieser Höhe ungefähr. So. Nein. Und wir werden ein bisschen mit Erde sparen müssen. Okay, mach ich mal so, so, so und so und so. Toll. Und der Einfachheit halber sage ich mal... So, ach, das müsste eigentlich schon vorher anfangen. Wir werden hier mit dem bisschen Erde niemals hinkommen. So, lalalala, lalalala, lalalala. So, machen wir erstmal bis hier und dann mal gucken, wie weit wir kommen. So, das hier ist natürlich erstmal nur wieder ein Konstruktionsrahmen, ein sogenanntes Framework für unser Vorhaben. So, pass mal auf, hier mache ich mal Folgendes. Hier steige ich mal eben hinab und mache das mal so zu. Zack. Ich baue inzwischen bei größeren Konstruktionen immer sehr viel mit diesen Frameworks. Das ist sehr praktisch, weil man halt darauf zum Beispiel auch sehr viel schneller bauen kann, wenn ich jetzt einfach hier in der Mitte sowas mache. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber inzwischen setze ich das sehr viel häufiger ein, zumindest in der Let's Show-Welt. Bei einigen Projekten war das leider auch sehr dringend nötig, mir eine Bauhilfe zu suchen. So, dann machen wir ab hier und dann machen wir ab da. So, ach, da ist der erste Stapel ja auch schon leer. Das ist ja blöd. So, zack, zack, zack. Und hier, da, na. Mist, das reicht nicht. Ach, blöd. Naja, gut, dann. Da, da, da und da. Und dann kann ich hier, da, 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 da. Auf die Weise geht es dann immer ein bisschen schneller und der ein oder andere merkt vielleicht schon, was ich vorhabe. Ich will natürlich das Portal in einer Höhle haben, in einer Strandhöhle sozusagen. Reicht schon wieder nicht. Was ist denn heute los mit meinem zierlich Augenmaß? So, 23 Erdblöcke, das sieht natürlich nicht ganz so gut aus. 8 Erdblöcke sieht natürlich noch viel besser aus. So, ab hier müsste es... Hä? Wurde die Reichweite irgendwie verkürzt? Irgendwie kommt mir das heute alles schräg vor. So, das war der letzte Erdblock. Hier haben wir noch den und wir werden auf jeden Fall noch Erde holen müssen. Dazu sputen wir uns mal ganz kurz. Ach, weißt du, eigentlich müssen wir uns ja... Das mache ich dann von unten. Eigentlich müssen wir uns ja gar nicht durchs Portal sputen, sondern wir können ja einfach mal durch die Lande laufen. Na. Ach Mensch, was ist denn hier los? So, pass mal auf, dann sputen wir uns mal. Ich laufe jetzt einfach mal zu Fuß und wir haben schon 13 Sprengpulver einfach mal so in der Tasche. Ach, die Monsterfalle, die wird sich auf jeden Fall noch als sehr ergiebig herausstellen. Schade, dass wir damit nichts mehr richtig anfangen können. Oder können wir vielleicht doch? Ich weiß es gar nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis Version 1.8 rauskommt. In der Zeit kann man ja noch so einiges machen.